Washington, D.C., Bianca Schwarzig und Thomas Hofer für uns die ganze Nacht dort vorm Weißen Haus. Da wird sicher viel los sein, sobald wir wissen, was passiert. Derzeit wissen wir es noch nicht. Tatsächlich ist es noch völlig offen. Bei mir auf der Couch jetzt neu dazugekommen Guido Stock von der Wirtschaftskammer Österreich und Wolfgang Fussek von Bankhaus Kretschmer. Ich würde mit Ihnen gerne über die wirtschaftlichen Folgen sprechen, die diese Wahl hat. Wir sprechen hier von der größten Wirtschaftsmacht, von der bedeutendsten Wirtschaftsmacht der Welt, der Wirtschaftsmacht, die den Dollar in der Hand hat, die globale Leitwährung. Das heißt, es macht natürlich einen Riesenunterschied, wer im Weißen Haus sitzt. Und es hat da schon so ein bisschen Angst gegeben auf den Finanzmärkten, als sich herausgestellt hat, Trump ist nicht aus dem Rennen, oder? Sie haben vollkommen recht. Wir hatten eigentlich das ganze Jahr relativ ruhige Börsen. Es hat ja im Februar mal ein bisschen eine Krise gegeben, das ist aber erst aus der Einschätzung der Wirtschaft aus China gekommen. Ansonsten war es aber eigentlich relativ ruhig. Man hat auch gesehen, dass der Wahlkampf eher gar nicht so mit Wirtschaftsthemen dominiert war, eher gesellschaftspolitisch, eben im Verhältnis zu Frauen und zu Latinos, wie wir es gerade vorher besprochen haben. Und somit war eigentlich alles ruhig und es war eher so ein Clinton-Rennen und damit, Clinton ist relativ eng mit der Wall Street vernetzt und von daher war eigentlich alles geritzt. Vor gut einer Woche, wo das FBI gesagt hat, man macht die Clinton-Akte oder die E-Mails von Clinton wieder auf und analysiert nochmals, ist die Börse sofort nach unten gegangen, weil sie gesagt haben, na, Trump hat möglicherweise eine Chance, wenn Clinton hier Probleme bekommt. Aber wieso fürchtet sich die Börse vor Trump? Ich meine, es ist ein Multimilliardär. Es ist relativ einfach zu erklären. Die Börse hasst nichts mehr wie Unsicherheit. Und Trump hat, man hat es bei den Gesprächen gesehen, ist in vielen Belangen sehr, sehr vage geblieben, teilweise widersprüchlich. Liegt das auch daran, dass als Clinton gilt ja so als die Wall Street-Kandidatin, wegen ihren ganzen Reden dort, die hat dort Millionen verdient. Und Trump kämpfte immer dagegen an. Wobei in Wirklichkeit ist der ja einfach ein Multimilliardär, ein Unternehmer. Wobei den Akteuren auf der Börse geht es primär sozusagen um Gewinn und wie die Unternehmen stehen. Sie wollen aber nicht Unsicherheit haben, wie gesagt. Und das ist ein Punkt, der für Clinton spricht. Clinton hat Konzepte, zumindest mehr Konzepte wie Trump. Trump wirft oft eben nur Wörter oder gewisse Phrasen ins Publikum und die Börsianer müssen sich sozusagen selber was daraus denken. Wir haben uns aber ein bisschen in der Tiefe das Ganze angeschaut. Wenn man sich näher anschaut, Trump möchte doch die Steuern senken für Unternehmen, für Private, will doch gewisse Erleichterungen, will Konjunkturprogramme machen. Das heißt, Trump ist durchaus nicht wirtschaftsfeindlich. Schlussendlich ist er selber Selfmade-Millionär bzw. Milliardär. Das heißt, er sieht eigentlich die gespart in seinem Wirtschaftsleben, wie wir erfahren haben. Das wissen wir nicht. Er hat bis heute keine Steuererklärung abgegeben. Naja, da weigert er sich ja, aus welchen Gründen auch immer. Aber er sieht eigentlich, und das hat man in seinen Reden auch gesehen, er sieht ganz Amerika eigentlich als Firma und will eigentlich diese Firma maximieren. Das gilt bei den Handelsabkommen, die er immer wieder kritisiert hat. Da kann sicher der Kollege noch mehr dazu sagen. Er sieht das bei der NATO, wo er die anderen mitzahlen lassen will. Das heißt, er sieht jeden Bestandteil seiner Politik als Bilanz und die soll für Amerika positiv ausfallen. Und zwar dezidiert für Amerika. Dezidiert für Amerika. Für die Welt, wie es ja sonst immer so vorangestellt wird. Ja, und das ist natürlich vielleicht auch der Grund, warum die ganze Welt natürlich sich dann ein bisschen als Verlierer sieht, nervös ist. Und diese Wechselwirkung haben wir die letzten Wochen miterlebt. Sprechen wir gleich darüber, was TTIP, also das große Abkommen im Wahlkampf, das hat ja tatsächlich eine Rolle gespielt und was es für Österreich heißt. Ich möchte zuerst, würde ich sagen, schauen wir uns mal an, wie steht's denn? Hat sich was getan? Tom, bitte.